Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger und seinen Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Und ja, will auch gar nicht so viele Worte verlieren. Die Märkte warten auf uns, auf Dirk. Und bevor ich aber den Bildschirm übertrage, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche selbstverständlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Jetzt ist er nicht mehr da. Bin ich noch da? Ah, da ist er. Okay. Ja, immer wenn ich den Bildschirm umschalte, kann ich das Mikro nicht anmachen und dann rede ich immer vor mich hin und keiner kriegt es mit. Gut, ist ja im Zweifelsfall auch nicht unbedingt ein Fehler, wenn man mich mal nicht hört. Aber so ist es halt. Das ist Aber nur jetzt die, funktioniert alles. ja, jetzt funktioniert. Das ist nur die kurze Erklärung dazu. Nee, ich habe gesagt, sorry für meine Verspätung heute. Ich bin tatsächlich ein bisschen spät, ja, wach geworden. Ne? Passiert ja auch schon mal. Und von daher sei es mir bitte verziehen, dass ich da gerade irgendwie 2 Minuten länger gebraucht habe. So, aber nichtsdestotrotz, hier sollten wir sein, ich sollte hier sein und es sollte auch zu sehen sein und sage an der Stelle auch Hallo und herzlich willkommen heute zum Live-Trading-Webinar mit dem Nelson und meiner Wenigkeit. Der Nelson ist etwas am Kränkeln, hat er mir gerade gesagt. Und wird sich daher heute etwas zurückhalten und mal gucken, ob wir den verschont kriegen. So, also ich werde jetzt gleich mal rüber auf den Chart gehen und ich habe ja auch im Blog geschrieben, ne, wenn ihr irgendwie Input habt und Fragen, immer sehr, sehr gerne. Ich versuche auch die Sachen aufzugreifen und zu erklären, was denn da so passiert und beziehungsweise warum, weshalb, wieso, insbesondere halt die Anfänger bediene ich natürlich sehr gerne mit Antworten. Mal gucken, ob ich heute Morgen auch wach und frisch genug bin, um den Markt da einzutüten. So, ich muss hier nur eine Sache gerade wegklicken und dann sollte das erstmal alles passen. So, ich fange wie immer an mit dem Stundenchart, erstmal mit der Übersicht, die ja auch im Blog zu finden ist, beziehungsweise sortiere hier mal kurz noch meine Fenster und dann sollte das gehen. So, ich schalte mal rüber. Mir fällt auf, deine Übertragung, Videoübertragung wird immer flüssiger. Also scheint GoToWebinar an der Software zu arbeiten. Das wäre schon auch gar nicht so schlecht, wenn die das machen würden. Ne? Wieso kommt jetzt mein Bild hier nicht? Doch, kommt doch, da ist es doch. Ja, hätte ich nichts dagegen, ne? Weil es halt immer so ein bisschen schade, wenn es halt in der Gegend rum ruckelt. So, also, wir haben hier aus dem Blog, die ich auch schon ein paar Tage zitiere, ich fange jetzt mal an mit dem Dow an der Stelle, die 309. Und da habe ich ja gesagt, die hätte ich eigentlich ganz gerne, weil die hat die ganze Zeit im Bild gefehlt und siehe da, da ist es dann auch endlich. Und der Markt versucht sich darüber zu etablieren. Also was ein bisschen angestrengt allerdings aussieht. Nichtsdestotrotz habe ich die mal gekauft. Ein bisschen zu hoch, werden wir auch gleich sehen. Mal gucken, ob die jetzt auch hält oder ob die tatsächlich nach unten wegbricht. Man weiß es nicht. Also ich habe hier auf der linken Seite den DAX jetzt erstmal als Tageschart und auf der rechten Seite den Dow im Stundenchart, weil den DAX weiß man ja, glaube ich, mittlerweile. Da bin ich immer so ein bisschen stiefmütterlich momentan dran und gucke dann nicht mehr so arg, beziehungsweise handel den halt nicht mehr so in der Frequenz,
wie ich das zum Beispiel mit dem DAO mache. Und deswegen ist der DAO halt auch so ein bisschen aufgeräumter. So, aber generell gilt jetzt natürlich, was erstmal was die Legende angeht. Also die 309 heißt, wenn die Stunde drunter schließt, fallen wir runter. Wenn die Stunde drüber schließt, dann könnten wir nochmal einen Schub nach oben kriegen. Man sieht aber schon hier, dass natürlich ordentlich Druck drauf ist. Vielleicht auch mal noch kurz zu der Erklärung von gestern, weil man natürlich auch mal so ein bisschen, gerade wenn irgendwie Montag war, das Bild von vorher so ein bisschen einbeziehen muss. Ist nicht zu tun, ist eigentlich in der Regel auch ein Fehler. Und deswegen würde ich das auch mal erstmal ganz kurz aufgreifen. Also, ich hatte ja gestern gesagt, hier oben die rote Zone, ne, die war ja am Sonntagabend auch schon da, wo ich den Blog geschrieben habe. Und habe halt gesagt, so eines der Wunsch-Szenarien wäre, wenn wir es erstmal hochlaufen und von dort runter auf die 474. Ne, das ist halt der Bereich hier. Also, die 474, da sind wir gestern Abend, sind wir gestrandet an der Stelle. Und kommend von hier oben von der roten Zone. So, warum, weshalb, wieso? Vom Prinzip her, das sieht man im Daily, das sieht man jetzt hier in der Stunde nicht, aber war das Ganze jetzt erstmal nur korrektiv? Also, das heißt, der H1 zwar im Longtrend die ganze Zeit, aber stößt hier oben eben an seine Grenzen. Und deswegen habe ich gesagt, die rote Zone hat durchaus ihre Berechtigung da oben an der Stelle. Und es kommt halt immer auf die Reihenfolge an. Das finde ich halt immer super wichtig, weil ich hatte nämlich gesagt, wenn der Markt jetzt als Beispiel zuerst raufgeht und dann haben wir gute Chancen, dass das Ding halt eben darunter bricht, eben auf die 474, weil wir dann nämlich halt vom übergeordneten Trend, nämlich vom Daily, dann halt wieder in den Short-Trend reinkommen. Der Daily ist Short und der H1 war hier die ganze Zeit Long. So, und das heißt, hier sind wir eigentlich dann halt wieder rüber gekommen in den anderen Trend. Und was man hier halt einfach sieht, ist, dass da oben keine neuen Hochs gestern entstanden sind, ne? Sondern dass halt einfach nur hier das Ganze nochmal ausgelotet wurde. Und man sieht halt auch recht deutlich, dass zum Beispiel, jetzt fliegt mir hier gerade mein Long um die Ohren, gut, ist nicht schlimm. Und dass halt hier in dieser Zone kein einziger Schlusskurs drüber war. Und das war für mich natürlich dann halt auch eine Einladung zu sagen, okay, da gehe ich mal eine Runde Short da oben und guck mal, ob wir das hier nicht ausgehebelt kriegen. Also den letzten Dip hier an der Stelle, ne, wo er versucht hat, das ist halt so irgendwo im Nirvana dazwischen hier auf dieser kleinen Range aufgesetzt, aber kein, wie soll ich sagen, relevantes Tief aus meiner Sicht zumindest und hat es halt hier ohne genügend Anlauf versucht, nochmal nach oben durchzukommen und das funktioniert dann in der Regel auch nicht. Ne, das heißt, also wir sind hier, wie sieht man ja, ne, im Aufwärtstrend gewesen, dann hier halt hier Range die ganze Zeit vom Freitag und dann halt hier ohne nennenswerten Rücksetzer. Ein nennenswerter Rücksetzer wäre für mich gewesen, hier auf diesen Hochs zumindest mal aufzusetzen. Aber er hat einfach nur hier diesen kleinen Klumpen irgendwie versucht zu halten und dann oben durch. Und das sollte aus meiner Sicht auch nicht funktionieren. Besser wäre natürlich gewesen, wenn er dann halt irgendwie wesentlich tiefer angesetzt hätte, nämlich gestern zuerst runter auf die 309, also da, wo wir jetzt gerade irgendwie durchballern, so wie es aussieht, dort zuerst aufsetzen, ne? Also einfach eine saubere Korrektur hier auch durch diese Hochs durch und dann rauf. Und dann hätte das auch wahrscheinlich funktioniert, dass der Markt dann nach oben ausbricht und so halt nicht, weil das reicht halt in dieser Form mit der Korrektur nicht. Also lag es halt eben auf der Hand, dass wir hier nochmal die Hochs ausloten, ohne vorher eine vernünftige Korrektur gehabt zu haben. Die Hochs ausloten und dann entsprechend halt hier nochmal auf dieses Level kommen, wobei das dann auch keinen Sinn gemacht hat, dass es dann nochmal hält, ne, weil das halt einfach, weil die Korrektur nicht tief genug war und deswegen zumindest halt hier auf das nächste, hier auf diese, ich nenne es mal Funktionsumkehr, Wirkungsumkehr, ne, wo halt hier vorher die Hochs gewesen sind und deswegen erstmal dann da drauf. Das war für mich jetzt die nächste plausible Stelle und dann habe ich ja auch zu heute dann auch noch geschrieben. So, am liebsten wäre mir, wenn er zuerst von hier aus jetzt nochmal hochläuft, sogar nochmal bis da oben hin, wo ich auch hier diesen kleinen roten Kasten gezeichnet habe. Am liebsten nochmal dahin. Und dann wäre das halt der Gnadenstoß dann halt auch, um dann komplett nach unten durchzuballern, sodass die 309 nicht hält. So, jetzt versucht aber hier ohne durchzukommen. Das kann ein bisschen anstrengend werden, weil eigentlich wäre es schon besser gewesen, wenn wir erstmal da oben nochmal bisschen Schwung genommen hätten, weil so haben wir jetzt
die Chance, dass wir hier erstmal seitwärts landen. Die 309 ist, soweit ich das in Erinnerung habe, habe ich im Blog auch geschrieben, was den Anstieg angeht, auch die 61,8er Korrektur. Also wenn man da jetzt als Beispiel die Fibos anlegt, jetzt hier einfach von dem letzten Low darauf, das kann ich ja kurz mal machen, sowas kann man natürlich dann mit einbeziehen, das macht dann an der Stelle dann auch Sinn. Und dann sieht man hier, das ist genau die 61,8, ne? War jetzt hier dieser Dip und das hätte halt wunderbar gepasst. Und so ist es halt, ja, ein bisschen tricky. Und auch wenn der jetzt noch so short aussieht, das heißt nicht, dass wir um 9 Uhr jetzt wirklich da runter durchknallen. Ich vermute wirklich eher, dass wir hier jetzt eher so ein bisschen zappeln und dass jetzt diese 9 Uhr die Eröffnung, klar ist die Eröffnung in Frankfurt und nicht bei den Amis, aber trotzdem das Volumen kommt ja gleichzeitig und da kann es halt schon passieren, dass wir jetzt erstmal hier noch ordentlich rumzappeln und es nochmal versuchen, da drüber zu hieven und vielleicht dann auch hier nochmal auf dieses Tief von gestern zu laufen. Also man sieht ja hier auch gerade, ne, bremst ja auch und fällt da jetzt nicht mal ebenso durch. Und von daher ist das jetzt möglicherweise gar nicht so einfach, da unten wegzukommen. So, das ist halt die Überlegung jetzt im DAO. Das heißt, erstmal ein bisschen unsauber jetzt vom Setup. Wenn man jetzt dann die Fibos als Beispiel weiterspielen will, würde ich jetzt ohne weiteres eigentlich nicht machen. Dann landen wir da unten in der blauen Zone, ja, also in dem Bereich hier. Und was halt ja auch letzten Endes nur ein Cluster war, eine Zone. Und das würde natürlich dann dazu passen. Es kann sein, ja, also weiß ich nicht. Ich würde jetzt hier tatsächlich erstmal abwarten, was macht der erste Impuls und dann mal versuchen, dort in irgendeiner Form mitzugehen. Was mir halt nicht gefällt in dem ganzen Move nach unten, den wir hier haben, ist einfach die Tatsache, dass wir so gar keine Korrektur hier irgendwie drin haben und es irgendwie so den Anschein macht, als würde irgendwie der Markt nur darauf warten, endlich eine Gelegenheit zu finden, den Squeeze nach oben zu starten. Und die Shorts mal aufzulösen. Also das fehlt mir die ganze Zeit wirklich so ein bisschen im Bild. So eine Schweinerei einfach, die einfach ja mal ein bisschen deutlicher eben nach oben geht. So, und hier sieht man, ne, versucht sich jetzt wieder hier auf die letzten Sekunden da auch nochmal reinzuhieven. Schiebt hier ein bisschen hoch, aber ich gehe jetzt gleich eh rüber auf den kleineren Timeframe. Und dann halt mal zu sehen, was denn dort passiert. Also nach Legende wäre das jetzt Short, das heißt also hier 309 Short könnte man versuchen als Impuls, wenn sie dann jetzt irgendwie gleich kommt. Aber wie gesagt, ich warte jetzt mal kurz schon noch irgendwie ein, zwei Minuten, bevor ich hier auf den Knopf drücke. Im DAX sieht man halt auch, ne, um den auch mal anzusprechen, wie gesagt, hier im Daily, dass der halt da so eine Banane zaubert und da schon ordentlich Druck eben auch nach unten kommt. Und, also wie gesagt, das Daily, ne? Das darf man nicht vergessen, das, was wir hier sehen, ist nicht fertig und hat den ganzen Tag Zeit, in irgendeine Richtung aufzulösen. Und, aber wie gesagt, man sieht schon sehr, sehr deutlich, ne, dass halt hier so ein Bogen quasi entsteht. Hier zwar wieder neues Hoch, da oben an der Stelle, ne, vom ATH, dann aber hier unter diesen Support ist einmal schon mal drunter gespiked und drückt auch direkt wieder da drauf. Ne? Also Long ist da irgendwie auch schon was anderes. Also da sollte man vorsichtig sein mit beide Dip, ja, sondern ich würde da eher damit rechnen, dass wir das hier unten früher oder später auch nochmal sehen. Also nochmal unter die 15.000 deutlich fallen und wenn das nicht hält, und dann geht es halt auch eine Etage tiefer. Und dann wäre so der nächste Favorit, wäre natürlich dieser Spike hier unten im DAX, den wir da haben. Hierbei, wo liegt der? 422, also 14.422, aber eben nur als Spike. Das wäre so eine Zwischenstation, also hier einmal deutlich drunter und dann halt wahrscheinlich wieder dahin zurück. Und aber das eigentliche Ziel wäre hier unten dieses Cluster, wo er halt sehr lange irgendwie rumgekämpft hat, um über die 14.000 sich zu kriegen. Und das heißt so in der Richtung 14.050, 14.100, das wäre dann halt so das mittelfristige Target, würde ich mal behaupten, was da halt wirklich interessant werden könnte. So, also hier im DAO, sieht ja hier mal kurz zu warten, war richtig, weil er steht hier nur auf der Stelle rum. Ich gebe auch im DAX auch mal auf den H1.
mal zu gucken, ob wir da irgendwas Relevantes sehen. Aber da geht es jetzt auch gerade noch nicht so wirklich vorwärts. Das kann sich natürlich schnell drehen, das ist keine Frage. Aber erstmal sieht das jetzt noch nicht so wirklich nach Panik irgendwie aus, dass da nach unten was wegbricht. Aber wie wir alle wissen, es kann sich ja auch ganz schnell mal ändern, sowas. So, dann drücke ich hier mal kurz auf Pause und wechsle mal den Schirm. Und dann gehe ich jetzt mal rüber aufs andere Bild und gucke mal, ob ich da was finde. So, Moment, ich muss hier gerade nur was umstellen. Und dann bin ich auch sofort wieder da. So, ich habe mich hier irgendwie zwei Sachen parallel auf, beziehungsweise zwei Strategien. Ich muss mich da jetzt mal ganz kurz zurechtfinden. Deswegen muss ich mal ganz kurz hier nämlich jetzt auch auf Pause drücken. So, haben wir denn hier ein paar Fragen oder nicht? Wie komme ich auf 309? Ja, das ist letzten Endes 309. Das war ein Widerstand, kann ich aber gleich auch nochmal zeigen. Widerstand, der gekauft wurde und wo es eben, also eigentlich ein relevanter und wo es auch keinen Rücksetzer gab. Und so funktioniert der Markt in der Regel nicht, sondern wenn ein Widerstand gekauft wird und das sauber laufen soll, dann gibt es nochmal einen Rücksetzer. So, also gucken wir mal hier. Ich bin jetzt hier im 2-Minuten-Chart, wie immer. Wäre da schon fast dazu geneigt, da auf den Long-Knopf zu drücken, weil halt eben nach unten irgendwie gerade relativ wenig passiert. Also wir sehen auch hier, wir liegen unterhalb der Value Area, also 70% des Volumens. Und wie immer ist es ja so, dass ich im Hintergrund das Volumen vom Future habe, und aber im CFD unterwegs bin, ne? Also man sieht jetzt hier, wo ich gerade gesagt habe, ich wäre schon fast geneigt, hier auf Long zu drücken, und zumindest mal bis zu 309 zurücklaufen, weil nach unten irgendwie gerade so gar kein Druck mehr irgendwo aufkommt. Ob man das so machen will, ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Zum Scalpen ist es okay, aber generell sind wir natürlich hier, also bin ich ja auch im Stundenchart, sieht man. Also was ich meinte, wir sind hier unterhalb der Value Area. Ich meine, man kann das machen, ja. Ich gehe mal hier mit einer kleinen Position rein. Aber weil übergeordnet sind wir natürlich schon short, das ist klar, ne? Und was ich jetzt eigentlich hier nur mache, ist den Rücklauf an die 309. Und die würde ich halt an der Stelle versuchen, weil das ja eben halt vorher der Support war. Und jetzt geht es ja dann halt auch darum, dann halt nochmal den von unten zu bestätigen. Das heißt, das ist halt so hier nur ein Scalp, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, was man irgendwie also nachhandeln sowieso bitte nicht. Aber wo man halt auch schnell sein muss. Also wenn man so eine Nummer einfangen will. Man sieht hier, er versucht sich jetzt hier nochmal in die Value Area rein, also in diese 70% von heute. Vielleicht schaffen wir es sogar bis da oben hin, würde aber bedeuten, wir müssen hier also dann ja auch die Hochs rausnehmen. Und das ist ganz sicher nicht so einfach. Und das heißt also, wenn jetzt, keine Ahnung, bis wohin der jetzt läuft, aber hier wäre so der letzte Spike gewesen. Und dort wäre dann halt auch spätestens der Exit, ne? Aber ich mache hier eigentlich jetzt gerade nur Folgendes. Ich habe halt gesehen, okay, da unten kommt nichts mehr nach. Versuche mich hier an die Lows, beziehungsweise orientiere mich hier an den Lows, was den Stop angeht. Und gehe hier nur in den kurzen Impuls da rein. Und das war es dann halt eigentlich, ne? Also hier 309 von unten. Das wäre jetzt für mich der relevante Punkt. Ich lasse den aber jetzt mal kurz mal gucken, ob wir da noch einen Spike drüber kriegen. So. Sicher den mal ab und gucken wir, ob wir da noch ein Stück hochkommen. Wenn nicht, ja, dann ist gut. Aber so als Scalp völlig in Ordnung, finde ich, das mal so zu machen. Und er könnte, wenn man jetzt hier mal guckt, im M5, oben habe ich den M5, jetzt halt nochmal versuchen, hier oben in dieses kleine Cluster da halt reinzukommen und da halt versuchen, die Hochs rauszunehmen. Könnte er versuchen, aber eigentlich wäre jetzt hier der richtige Exit, ne? Das muss man halt klar sagen. Also nicht über die 309 drüber denken. Ich habe den aber hier abgesichert und so, dass ich auf jeden Fall irgendwie 10 Punkte da mitkriege. Aber mehr sollte man da meines Erachtens nicht erwarten. Ne?
Also zumindest, wenn man jetzt irgendwie nicht ganz so schnell unterwegs ist, sollte man hier dann auch auf den Knopf drücken. So, ich hänge mich immer ganz dicht hinten dran. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch die Hochs da oben an der Stelle, wo ich ja auch hier den Trading Start hingelegt habe. Wenn nicht, dann ist okay, ne? Dann haben wir halt hier den kurzen Rücklauf. Weil ich habe ja vorhin ja auch gesagt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier erstmal so ein bisschen seitwärts in der Gegend rum strampeln. Weil ich eigentlich die ganze Zeit schon drauf warte, bis da halt mal irgendwie so ein kleiner oder so ein bisschen deftigerer Move nach oben kommt, weil halt der Markt die ganze Zeit irgendwie nur runterdrückt und irgendwann musst du auch mal irgendeine Shorts auflösen. Und es kann natürlich jetzt sein, dass das hier passiert und wir deswegen halt mal ein bisschen mehr Dampf nach oben auch kriegen. Also habe ich trotzdem hier, wie gesagt, eng absichern. Und es ist nur ein Impuls und der wird irgendwo rausgehen an der Stelle, wo ich jetzt noch nicht weiß, wo. Und ich werde einfach versuchen, den jetzt hier zu verfolgen und einfach wohin auch immer er läuft. Ne? Also ganz klassisches irgendwie gucke oder trade, was du siehst und denk nicht zu viel, sondern einfach gucken, was passiert, da mitgehen und gut ist. Ne? So, ne? Wie ich gerade gesagt habe, hier oben im M5, da wird er nochmal versuchen, da reinzugehen, womöglich. Das macht er jetzt ja auch gerade. So, wenn wir jetzt hier einen Spritzer kriegen, dann hänge ich im Trail direkt dahinter. Hier oben auch jetzt der SMA20 im M5. Ich kann auch den Trail hier runterziehen. So, dann sind wir da raus und gut ist. Ne? So, das waren doch einfach jetzt mal irgendwie 40, 45 Punkte. Auf die Schnelle kann man mal machen. So, weiter weiß ich jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube, so für einen Start war das ja erstmal sehr okay. Ne? Das mal so zu machen. Jetzt wird natürlich vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber Legende hast doch gesagt, Short, ja, das sind natürlich dann halt so ein bisschen die, ich sag mal, die speziellen, wie soll ich sagen, die Erfahrungswerte, die man dann leider auch mal ab und zu so ein bisschen mit reinspielen lassen muss, was jetzt den Handel mit der Legende halt angeht. Und weil ich ja eigentlich jetzt gerade komplett dagegen gehandelt habe. Aber das eben dadurch begründet, weil wir hier unten so viel Schwäche halt hatten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil ich war vorhin noch ein bisschen größer positioniert im Long und jetzt rennt er da oben durch die Hochs durch. Naja, gut. So. Ja, läuft wie Schmitz' Katze, würde ich sagen, ne? Mal gucken, bis wohin er kommt. Alter Schwede. So, mal kurz bis zur Öffnung. Ich gehe nochmal rüber auf das andere Bild, um dann mal. Ach, jetzt habe ich mir ein Fenster hier versteckt. Muss ich kurz nochmal hier weg tun. Bin aber sofort 2 Sekunden wieder da. Muss hier nur ein Fenster nämlich verschieben, weil ansonsten nämlich immer alles. So. Ja, weil das hier, ne? 61,8, der hat zwar dann drunter geschlossen, also hier im H1, es wäre eigentlich Short gewesen, aber was ich eben auch meinte, ist mit dem, ich warte drauf, dass da ein Squeeze kommt, ist auch dadurch begründet, weil, guck mal hier oben, durch, da fehlt auch ganz klar die Rückbestätigung. Ne? Das heißt, also hier durch diese Zone, da an diesem Tief, genau das gleiche in Grün, da ist er zwar halt irgendwie ne, da durch auf der Seite, hat es hier gebrochen, aber nicht mal dran zurückgelaufen, fehlt auch. Dann halt hier an den Lows von gestern der Rücksetzer fehlt auch. Und das heißt, daher wäre jetzt für mich irgendwie so der maximale Move nach oben, wäre sogar bis zur 562, also bis in diese Zone sogar nochmal rein. Und da wäre auch passenderweise auch der SMA20 im H1. Das kann der schon machen. Ne? Wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht jetzt, irgendwie die nächsten paar Minuten, da glaube ich jetzt irgendwie nicht dran oder auch nicht unbedingt in dieser Stunde. Aber der Markt könnte jetzt zum Beispiel jetzt hier irgendwo stranden und dann halt, dann wäre die wieder gekauft, die 309, und dann halt um 10 Uhr ein Rücksetzer wieder dahin und dann halt rauf. Das wäre natürlich so das Wunschszenario, aber dass wir jetzt halt hier Gegenwehr kriegen, das hat sich für meine Begriffe halt schon so ein bisschen deutlicher dargestellt. Deswegen hatte ich da jetzt auch mit dem Long erstmal gar keine Schmerzen, aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir halt direkt in einem Rutsch so weit nach oben laufen. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig. So,
Also, wer war mit Long dabei? Ich sehe hier gerade schon 30 Punkte mitgenommen. Sehr schön. So sollte es sein. Was? Ich soll den Mauspfeil größer machen. Ich habe doch gerade eine Wahnsinnslupe hier am Start gehabt, wo man doch viel, viel, viel mehr gesehen hat. Ich kann aber auch davon ab, meine Maus nicht größer machen. Ich wüsste nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Gibt es sowas in Windows? Ich bin ja nicht so der Computerexperte. Also zumindest nicht, was das angeht. Zumindest nicht, was das angeht. So, also DAX, ne, hier auch, wehrt sich gewaltig nach oben. Und das sollte man jetzt auch nicht short dagegen gehen, ne, auf keinen Fall. Also dann eher noch irgendwie lieber todesmutig long, als jetzt hier irgendwie da short gegen den Impuls. Ja, weil, wenn man sich das mal anguckt, also im DAX ja genau das gleiche in Grün, das war die 8 Uhr, ja, die Amateurstunde, und die haben wir jetzt hier gerade mal in 10 Minuten komplett weggebügelt, ne, von einem neuen Tief kommend, einmal komplett sogar über die Eröffnung drüber. Das ist also schon nicht ohne so einen Impuls, ne? Das sollte man wirklich aufpassen. Und das Einzige, was wir jetzt hier gerade sehen, warum das bremst, die ersten 15 Minuten sind um. Und die hat einen deutlichen Ausbruch hingelegt, was man auch sehen kann, wenn man sich einfach mal den DAX anguckt. So, Moment. Jetzt muss ich nochmal so gucken, wo wir da unten jetzt hängen. Also hier der Dow jetzt auch, hängt jetzt erstmal nur an der 8 Uhr Eröffnung. Normal, dass der jetzt hier ein bisschen reagiert, aber wie gesagt, ich würde da wirklich eher versuchen, falls wir da einen Rücklauf kriegen, nochmal irgendwie long reinzukommen und den Impuls nochmal nach oben mitzunehmen von einem tieferen Punkt. Aber gucken wir gleich mal. Also, weil ich glaube ja halt, das war ja schon ganz okay, dass wir da jetzt erstmal hier auf die Schnelle den Impuls da sauber eingetütet haben. Ist zwar weitergelaufen als geplant, aber ich glaube, über 40 Punkte irgendwie in 5 Minuten muss man sich jetzt auch nicht beschweren. Und ohne nennenswertes Risiko ja auch, ne? Okay, also ich gehe mal nochmal rüber auf das andere Bild. Also der wird jetzt, um jetzt hier mal zu orakeln, ne, also wie gesagt, short dagegen halten, in so einem Impuls ganz, ganz schlecht. Wirklich ganz schlecht. Da kann ich immer nur von abraten. Wenn das Ding jetzt erstmal gerade überhaupt losgelaufen ist, macht das keinen Sinn. Und wenn man das mal jetzt rein von den Lows und Highs, also rein von der markttechnischen Betrachtung, dann halt nimmt und da mal ein paar Trendlinien einzeichnet. Und dann sieht das Ganze, machen wir lieber andere Farbe, damit man da mal auch weiß, wo man da überhaupt hindenken sollte. Und dann sind wir nämlich da so. So, ich mache das mal hier ein bisschen nicht ganz so rudimentär. Und dann sieht man, ne, wenn man das halt mal in dieser Form in Wellen aufdröselt, dann ist der nächste relevante Punkt tatsächlich erst da oben, ne? Also nochmal 100 Punkte höher, ne, an der Stelle. Wo das jetzt halt, also das heißt, wenn er jetzt hier wirklich Vollgas gibt, dann muss er nicht am SMA 20, auch nicht an der 146 oder irgendwas, sondern wenn die hier wirklich Gas geben und dann ist das der nächste relevante Punkt. Ne? Also bis dahin sollte man dann auch denken, bis zu 200 drauf und dann auch frühestens irgendwie so in dem Bereich, ne? Also da oben drin, dann auch erst nach Short suchen. Klar kannst du natürlich auch immer wieder mal anders kommen, ne? Dass dann halt irgendwie um 9:30 jemand sagt, ja, schön, dass die jetzt alle irgendwie auf der Long-Fährte sind, jetzt haue ich meine restlichen Positionen raus. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber so generell in so einen laufenden Impuls immer mit Vorsicht zu genießen, da reinzuschorten. Das ist nicht so ohne. Ne? Aber deswegen, was sich manchmal wundert, so bis wohin läuft der denn jetzt? Ne? Und dann irgendwie, ja, dann ist doch noch hier noch eine Fibo und da noch dieses und da noch jenes. Wenn der Markt Gas gibt und dann versucht er den Trend zu knacken. Und wenn er den Trend versucht zu knacken, wie gesagt, dann sind wir hier oben. Ne? Nicht hier irgendwo mittendrin oder so. Auch wenn wir hier nochmal eine schöne Abwärtsbewegung haben. Klar, kann er da auch dran bremsen. Die passt auch zum Beispiel zum SMA 20. Alles gut und schön. Aber wie gesagt, wenn der Markt versucht, den Trend zu drehen,
Und dann geht er in die Richtung von dem letzten, von der letzten Welle, beziehungsweise von dem Knick in der letzten Welle, wenn man so will, ne? So, das nun mal so am Rande. Mache ich das Thema nochmal weg. So, dann gucken wir mal, ob wir den noch gefangen kriegen. 9:19 Uhr. Ich schaue mal die anderen Timeframes nochmal an. So, also hier der Dow M15, ne, sieht man jetzt hier einmal so drüber. Der hätte jetzt natürlich, das wäre eigentlich ganz nett, wenn wir hier unten die letzte, also das wäre mal so ein Ansatz, den könnte man versuchen. Die Farbe ist ein bisschen abenteuerlich. Da war ich schon, möglicherweise schon zu langsam. Nein, geht noch. Hier bei der 339, weil das ist ja halt hier die 15 Minuten, die wurde ja gerade gekauft. Da ist ein neuer Außenstab jetzt gerade da oben rausgekommen. Das heißt, das, wenn man das long machen will, könnte man versuchen, halt hier in den Bereich jetzt nochmal reinzugehen. Ne? Kann aber sein, dass wir jetzt einfach auch schon zu spät waren. Problem ist nur, kann man gucken, ne? Also hier im H1, klar, da ist er ja oben an der Eröffnung jetzt erstmal gescheitert. Man kann natürlich auch bei sowas, klar, kann man versuchen, da auch mit einer Fibo ranzugehen und dann halt mal gucken, so, wo ist denn halt irgendwie die 61,8? Die wäre mir für meine Begriffe schon eigentlich viel zu tief. Ja, das wäre auch hier schon wieder am Value Area Low da unten. Also, ob das nach Fibo funktioniert, weiß ich nicht, aber halt hier die 38. Die würde zum Beispiel relativ genau bei 337, 339, die würde halt zum Beispiel passen. Könnte man machen. Muss man gleich mal gucken. Da wäre auch der SMA 20, lustigerweise vom M5, würde auch dazu passen. Ich bin aber eigentlich immer ein Fan davon, wenn man sowas macht, dass man versucht, irgendwie nicht punktgenau, sondern eher ein bisschen tiefer und auch, dass man als Beispiel versucht, in den Impuls reinzukommen, wenn er auflöst. Das heißt für mich, wenn wir jetzt um 9:30 Uhr das Ding long auflösen würden, ja, dass der Markt eigentlich jetzt langsam erst anfangen müsste, nach oben zu laufen. Jetzt sind wir aber hier oben, da schon so ein bisschen quasi gescheitert, so dass das auch noch mal eine Runde anstrengender werden könnte und er auch hier tiefer rein tippen kann. Ne? Das ist halt ist genauso. Das heißt, hier läuft jetzt erstmal in 2 Minuten Impuls nach unten. Sollte man dann halt auch natürlich genauso beachten. Nicht nur in die eine Richtung, sondern eben auch in die andere. Und das auch nicht ganz ignorieren. So, jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie einfach ein Stück tiefer da reinkommen. So, ich würde den, ja komm, ich kaufe jetzt mal einen. Ich würde den auch im Zweifelsfall skalieren. Bis da runter. Das ist jetzt aber nicht so wirklich einfach. Also hätte ich besser den DAX gemacht, glaube ich. Ja, und den nochmal versucht irgendwie einzufangen, weil der sah mir etwas motivierter aus. Aber gut, heißt ja erstmal nichts. Ja, aber hier jetzt. Wer nur skypen will, hier gibt es wieder 7 Punkte, 10 Punkte gleich. Kann man natürlich auch, ne? Das heißt also hier dann nur irgendwie den Versuch da halt mitnehmen. So, 13 Punkte vorne. Also man sieht hier ist Gegenwehr ist da. Ne? Das war jetzt einfach nur diese, wenn man so will, Bruchstelle. So, absichern und dann mal gucken, ob da was, ob das was wird. Wenn nicht, einfach wieder raus. Oh, ich will jetzt mal ein bisschen enger hier hinterhergehen. 30 Punkte. Komm, der hat noch Zeit. Also raus. 30 Punkte. Mit der hat noch Zeit meine ich, wie ich ja gerade gesagt habe, der Impuls würde, wäre ja halt im Endeffekt die Auflösung nach, also um 15, um 15:30 Uhr. Ja, um 15:30 Uhr gibt es auch einen Impuls. Um 9:30 Uhr. Also wenn dann halt der M15 weiter, also wenn der dann nach oben auflösen sollte.
Und deswegen habe ich gesagt, ja, der hat noch Zeit, weil das waren gerade irgendwie noch 6 Minuten, 7 Minuten. Und das ist für meine Begriffe fast schon ein bisschen früh. Ich würde ihn tatsächlich lieber nochmal da unten sehen und dann eher nochmal mitnehmen, ein Stück tiefer. Gucken, ob das jetzt auch noch gelingt. Was läuft denn heute wie am Schnürchen hier, ne? 70 Punkte bisher. Das ist ja richtig gut. Also da, deswegen bin ich jetzt hier am Hoch jetzt erstmal raus. Und dann hat man zu gucken, ob das weiterläuft oder nicht, weil wir jetzt hier halt auch in diesen kleinen, in dieses kleine, das war nur der M2, ist schon klar, ne? Aber in das Widerstandscluster reinlaufen und ich bin halt hier, was den R1 angeht, also die Stunden, vom Stundenpivot betrachtet, der R1, der ist nie so mein Freund, wenn ich long bin, der mag mich nicht. Von daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich kann jetzt aber durchgehen und dann habe ich ihn halt verpasst, das ist auch okay. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist mir das noch ein bisschen zu früh. Vielleicht kriegen wir noch was, vielleicht haben wir ihn jetzt auch einfach verpennt. Das ist in Ordnung. Aber da haben wir halt immer nur den Versuch und was für meine Begriffe auch die tatsächlich sicherste Handelsweise ist, ne? Den Versuch erkennen, was kommen könnte, den Versuch zu handeln. Und die Entscheidung sollen andere treffen. Ne, aber das lag jetzt für mich halt, das ja, fand ich jetzt so das Naheliegendste. So, das ist heute mal ein bisschen anderes Trading als sonst. Das versuche ich immer irgendwie ganz große Reise mitzunehmen. Aber der Vorteil war dann eben heute auch, dass ich halt ja gesehen habe, das wird irgendwie ein bisschen schwierig mit große Reise und eher so ein bisschen hin und her. Und von daher, aber das kann man ja handeln. Ne? Also ist völlig in Ordnung. Da muss man nur schnell sein, Zweifelsfall. Das ist aber dann ja so. Passt schon. So, dann gucken wir mal. Also, das sieht ja schon so ein bisschen aus, als würde jetzt einmal da oben drüber ballern. Ja, hat ja dann hier tatsächlich auch gepasst zur, ja, ich habe die FIBO wieder auf dem Kopf stehen, ich weiß. Das ist mir aber auch immer total egal. Am besten schreibe ich da mal irgendwie AB oder so hin, weil das ja nicht so wahnsinnig wichtig ist. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, ne? So, das meinte ich. Ja, wo man hier auch sieht, hier die 38. Hat einfach gut dazu gepasst. Also einmal hier, ne? Als Scalping-Ansatz in diese gekaufte, in diesen letzten Außenstab, M15, der da unten gekauft worden ist, den einmal von der Oberseite angedippt. Dann halt zu dem SMA20 im M5 plus die 38er FIBO. Kann man machen. Ne? Noch dazu kann man dann auch noch irgendwie hier sehen, was jetzt nochmal das, was ich früher mal Paritätsumkehr genannt habe. Ist hier ein bisschen schwierig. Aber in diese Zone rein, in diesen Widerstandsbereich rein, ja, rein, der auch gekauft wurde, den von oben angedippt. Also da haben wir, das waren schon allein jetzt irgendwie 4 Argumente, die hier dafür gesprochen haben, dass man da mal long gehen kann. So, jetzt klemmt aber erstmal oben wieder an der gleichen Stelle. So. Mit ein bisschen Glück kriegen wir hier noch einen zweiten Scalping-Ansatz, der nämlich da wäre, wenn wir zum Beispiel M15 jetzt hier eine grüne oder weiße Kerze haben und da oben und die Anschlusskerze hier einfach nur einen schwarzen oder roten Kopf hat, dann kriegen wir in der Regel noch mal ein kurzes, kleines, neues Tief, bevor das nochmal nach oben versucht wird. Mal gespannt, ob das so funktioniert. Aber das könnte man dann auch nochmal versuchen mitzunehmen. Vorausgesetzt, es ist jetzt hier nicht zu lang, ne? Also der Kopf ist nicht zu lang. Am besten ist, wenn er irgendwie ganz kurz ist und dann gibt es oftmals nochmal einen Anschlussimpuls nach unten. Also hier kommt jetzt erstmal nicht weiter an den Hochs. Das wird wohl nicht irgendwie in einer Minute komplett nach oben auflösen, sondern versucht hier nochmal unten.
So, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre die Value Area. Und hier das Low. Ja, das wäre dann übrigens auch die 61,8. Da habe ich ja vorhin gesagt, ist mir eigentlich zu tief. Ist es auch eigentlich unverändert. Aber auf der anderen Seite trotzdem denkbar, dass wenn er überhaupt dorthin läuft, dass die Value Area verteidigt wird. Also, zumal wir hier über den POC auch gelaufen sind, auch wenn wir nicht weitergekommen sind, aber so ein bisschen Gegenwehr sollten wir da haben. Hängt jetzt aber ein bisschen davon ab, wo wir hier jetzt den, hoppla, im 15 schließen. Schaffen wir es halt hier über diesem gekauften, also so wie wir jetzt geschlossen haben, ist eigentlich nett. So, jetzt kommt wahrscheinlich das Impulschen nach unten mit einem kleinen neuen Tief. Ja, also ist zwar eigentlich ein bisschen lang für das, was ich gerade beschrieben habe, für den Scalping-Ansatz, aber generell ist das typisch, ne? Also jetzt dann erstmal ein Impuls nochmal nach unten. Der ist schon mal da. Und für den Scalping-Ansatz, den ich beschrieben habe, müssten wir jetzt hier eigentlich ein neues Tief bekommen. Also das wäre halt hier da einmal drunter. Nicht viel, aber ein kleiner Spritzer drunter, das wäre dann halt normal. Aber dafür ist möglicherweise halt die Kerze ein bisschen zu lang, beziehungsweise halt der Kopf hier ein bisschen zu lang. Also wenn er ganz kurz gewesen wäre, da wäre ich da oben auch short reingegangen. So ist es mir jetzt hier ein bisschen eng. Ja, wenn man schnell ist, geht viel, ne? Dann ist immer viel möglich. So, aber das hier gefällt mir jetzt irgendwie erstmal für gar keine Richtung. Weder für Long noch für Short. Auch wenn wir jetzt hier nochmal drauf aufgesetzt haben. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen, also es das heißt wahrscheinlich, auf keinen Fall wahrscheinlich, weil wenn ich eine Wahrscheinlichkeit hätte, könnte ich sie handeln. Reine Vermutung, dass wir jetzt hier einfach mal jetzt noch ein bisschen hin und her schrabbeln. So, ich wechsle mal kurz nochmal das Bild hier, gehe mal rüber auf den DAX, mal gucken, ob der mir auch was erzählen kann. Wie sieht es denn da aus? Da habe ich ja ein bisschen länger schon nicht mehr, wenn ich mal ganz kurz aufräume hier. Der läuft zwar meistens so im Hintergrund mit, aber was wirklich aufgeräumt ist, irgendwie auch anders. Ich habe so komische Farben. Okay. So. Also, gucken wir uns den auch mal an. Habe ich hier gerade gesagt, der sieht für mich so ein bisschen motivierter aus, aber der hat irgendwie auch gerade die Lust so ein bisschen verloren. Hier auch M5 und M15 gepaart. Sieht auch so ein bisschen unentschlossen aus, ne? Würde gerne hier oben, wenn man sich den M15 mal nimmt, ja, das ist eigentlich schick. Hier so einmal runtergedippt und ein paar Stops abgegrast, zurückgekauft und dann oben durch. Nur müsste dann jedenfalls auch langsam mal da oben durchkommen, ne? Weil es nutzt halt nichts, wenn es schick aussieht, wenn nichts mehr hinterherkommt. Das sollte dann passieren. Was mich aber hier stört, das ist, dass wir hier dieses neue Hoch haben, dieses neue kleine Hoch, ne, gegenüber denen hier. Das neue kleine Hoch und das schließt dann ziemlich weit hier unten. Das, ja, ist für mich sehr undurchsichtig, ne? Kann versehentlich sein, kann gewollt sein. Und von daher besteht auch hier die Gefahr, Chance, wie auch immer, dass wir nochmal ein kleines neues Tief kriegen. Würde bei dem sogar passen. Weil wenn man dann den gleichen Ansatz wie im Dow als Beispiel mal nimmt, was habe ich denn für Farben hier? Wenn man das gleiche irgendwie wie im Dow dann halt nimmt, dann hätten wir auch hier nur die letzte 15-Minuten-Kerze nach unten, die man mal von oben antesten könnte. Aber das ist im Dow eigentlich eher so ein Ansatz, im DAX ist eigentlich weniger. Aber im Dow kann man das irgendwie recht gut beobachten, dass solche gekauften Außenstäbe eben oder verkauften, je nachdem, in welche Richtung der Markt läuft, dass man sowas wirklich handeln kann. Also, dass man da halt immer wieder Reaktionen dran hat. Aber der hat jetzt natürlich auch hier, der 15 Minuten ist ja, also für die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ist für mich immer so der erste Impulsgeber, beziehungsweise
der erste Richtungsgeber. Deswegen beachte ich den während der Stunde eigentlich mehr als jeden anderen Timeframe und gucke da ein bisschen lieber drauf als jetzt zum Beispiel auf so einen M5 oder so, ne? Der M5 ist zwar, weiß ich nicht, also für einen Einstieg ist er eigentlich zu groß. Und für Scalping auch, und aber zum Beurteilen ist er irgendwie zu klein. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich den einsortieren soll, den M5. Weil hier passiert ja erstmal nichts hier. Wir kleben hier am Vortagestief. Das würde er jetzt gerne kaufen. Vielleicht macht das auch. Aber für mich kein Trade-Wert hier an der Stelle. Jetzt erstmal nicht. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, nicht gegen den Impuls-Short dagegen halten, weil wenn der mal läuft und dann läuft er, kann natürlich sein, dass wir jetzt hier einfach nach oben raus knallen, kann aber sein, dass man nochmal eben, wie ich ja vorhin geschrieben habe, beziehungsweise gezeigt habe, nochmal ein ganz schnelles neues Tief kriegen, kann auch sein. Und da würde ich jetzt erstmal abwarten, was da jetzt als nächstes passiert. Gefangen kriegt man den wahrscheinlich schon nochmal in irgendeiner Form. So, Nelson, bist du noch da? Aber selbstverständlich. Okay. Ja, ich Hey, bin ja hier so ein bisschen. Bitte? zwei schöne Trades. Ja, ne? Ja, super. Ja, der Markt macht ja mit. Das ist ja insofern ja dann auch sehr nett. Nur die Das Position ein stimmt. bisschen, naja gut. Hätte ich ein bisschen größer machen können, aber okay. Sollte ich nicht beschweren. Alright. So, das heißt, wir müssen natürlich auch nicht hier die Geschichte bis um 10 Uhr durchhalten, weil wenn wir gleich sehen, dass der Markt irgendwie einschläft und dann kann man auch genauso irgendwie Deckel drauf machen. Und müssen das Ergebnis ja auch nicht zwangsläufig wieder verhunzen. So. Wäre schade. Ja. Ja, da müsste ich mich jetzt aber schon ein bisschen anstrengen, um die 70 Punkte wieder kaputt zu machen. Da müsste ich jetzt hier dauernd klicken. Gut, also hier jetzt auch gerade irgendwie nichts Neues, aber halt, so, muss man hier, kann ich ja auch noch mal kurz drauf eingehen. Also hier, was haben wir denn da? Was habe ich denn da für Sachen drin? Ich gucke mir natürlich auch immer wieder mal alles Mögliche an und versuche zu kombinieren. So, hier sieht man halt einfach, ne, dass er über der 8 Uhr versucht, dass sich halt die ganze Zeit zu etablieren. Also das hier war ja die 8 Uhr Eröffnung. Und da versucht er jetzt natürlich drüber zu bleiben. Und womöglich ist es auch so, dass wir jetzt um 10 Uhr einfach nur hier irgendwo schließen und dann halt am liebsten auch da drüber und dann nochmal einen kleinen Korrektur und dann erst den Abflug machen und dass bis dahin gar nichts mehr passiert. Das kann sein. Ist möglich. Aber zum Thema Paritätsumkehr sieht man übrigens auch, ne? Das ist ja hier genau das Gleiche. Also Paritätsumkehr müsste eigentlich Wirkungsumkehr heißen. Der Begriff ist eigentlich falsch. Was man halt hier sieht, ist, da war ein Support, 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 Support und dann verkauft. So, was macht der Markt als nächstes? Läuft genau dahin. Genau dahin. So, und folglich ist es auch okay, dass der hier jetzt erstmal einen auf den Deckel kriegt. Ja, auch wenn ich vorhin gesagt habe, vielleicht war es falsch. Gesagt, aber ich würde jetzt erstmal nicht gegen den Impuls dagegen gehen, einfach mit Short irgendwo an einer x-beliebigen Stelle. Wo es natürlich Sinn macht, ist halt hier, klar, ne? Weil da ja gerade diese Umkehr stattgefunden hat und deswegen ist jetzt hier für den Markt dann halt auch schwierig wird. Ne? Aber das Prinzip funktioniert. Ne? So, aber inwiefern da jetzt halt diese Overnight-Geschichten, beziehungsweise, war das Overnight? Ja, doch, das war Overnight. Jetzt hier, was die Asiaten da gemacht haben, wiefern das jetzt natürlich hier direkt in den Kassamarkt reinspielt. Deswegen habe ich gesagt, ich wäre vorsichtig mit irgendwie direkt dagegen halten, was den Impuls angeht, weil im Zweifelsfalle weiß der Kassamarkt nichts von dem, was die Asiaten da am Future getrieben haben. Ne? Da haben wir halt zwei Märkte, die jetzt hier erstmal aufeinandertreffen. Und von daher ist das ein bisschen anders zu beurteilen, finde ich. Also wenn das jetzt im DAO so sich darstellen würde, da könnte man sagen, ja, kann man machen, weil dann läuft ja seit 22 Uhr gestern Abend nur der Future, auch jetzt noch. Und da treffen nicht unbedingt zwei verschiedene Märkte jetzt aufeinander.
kann mir gerade mal gucken, wie sich das dort darstellt. Aber nur, dass man es halt eben auch nochmal versteht. Und natürlich kann der jetzt auch einfach hier durchspiken, ja, und wenn er Lust hat, zum Beispiel hier dieses nächste Hoch abholen und dann halt nochmal dahin tropsen. Ja, das geht natürlich auch. Das wären einmal 40 Punkte rauf und wieder runter. Auch möglich. Deswegen hier so ein bisschen undurchsichtig. So, weil der DAO hat das, glaube ich, so nämlich nicht gemacht. Der ist einfach nur hier dran gestoßen an die Eröffnung. Genau, weil da sieht man es nicht. Deswegen hat der DAO auch deutlich mehr Platz nach oben. Haufenweise, nämlich echt bis dahin, bis zur 562. Weil da sind eigentlich die letzten, ja, wenn man das mal kleiner macht, da sind eigentlich die letzten relevanten Supports. Ja, ist der Pfeil schon an der richtigen Stelle? Nämlich hier, ne? Also da jetzt nicht unbedingt, da ist das Ding ja gekauft worden, aber hier, da ist auf jeden Fall der letzte Support, hier oben auch, da, ne? Das heißt, von daher ist das jetzt auch die Widerstandszone jetzt erstmal, ne? Die dann halt hier beginnt, an der Stelle etwa bei der 531. Das sind ja nur 150 Punkte, ja? Und die macht der DAO. Ja, im Zweifelsfall irgendwie in 5 Minuten auf eine Arschbacke. So, von daher muss man da mehr Luft einplanen. Ne? Und das hier, da hängt es bei dieser ehemals 200, der wäre mir jetzt komplett egal an der Stelle. Und weil wenn das Ding hier anfängt zu laufen, würde ich schon damit rechnen, dass wir dann wirklich auf jeden Fall mal bis da oben hinlaufen und dann halt mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Aber dort, wenn er das jetzt halt hier relativ geradeaus macht, das heißt also auch wieder ohne nennenswert zu korrigieren und dann ist da auch Short relativ einfach. Da sollte da eigentlich nichts kaputt gehen. Ne? Und muss man den Stop vielleicht ein bisschen ungenauer ziehen, weil wir hier oben ja auch noch diverse Supports haben, die wir da von unten vielleicht sehen wollten. Das heißt, in der Zone 531 bis 631 wird das Ganze dann höchstwahrscheinlich zum Widerstand. Ne? Dafür würde ich mal ausgehen. So, 41. Mal gucken, kriegen wir hier noch sowas wie einen Schlussimpuls in irgendeine Richtung? Ja, ne, schläft ein, so ein bisschen. Schläft so ein bisschen ein, will aber hier im Kopf durch die Wand. Das ist grundsätzlich schon eher, ja, eher long, wollte ich gerade sagen, zu beurteilen. Schon, ne? Also ich meine, er will da oben durch, aber er muss es halt auch irgendwie machen. Und wenn jetzt hier irgendwie nichts kommt und dann wird man dann irgendwann zu der Erkenntnis kommen, ja, dann müssen wir halt tiefer ansetzen, dann sind wir nachher genau wahrscheinlich wieder hier und damit wahrscheinlich auch wieder bei der 309. Ja, das war ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es kann einfach passieren, dass wir jetzt halt die Stunde auch hier einfach schließen, irgendwo da oben den Bereich. Die 309 wieder gekauft haben, dann machen wir die wieder grün und dann kriegen wir hier auch einen vernünftigen, möglicherweise einen vernünftigen Support. Aber davon würde ich dann mal ausgehen und dann können wir von da auch raufziehen bis auf die 560. Gut. So, also Markt ist eingeschlafen. Ich glaube, das Beste haben wir mitgenommen und von daher könnten wir hier auch einfach den Deckel dicht machen. Stunde ist ja eh um. Und ich glaube, das passt. Also, wenn noch jemand eine Frage hat, gerne. Ansonsten machen wir nämlich jetzt hier tatsächlich Feierabend und ich lege mich wieder ins Bett. Seid ihr gegönnt? Genau, ne? Gut, okay. Also, Feedback war ja, ich sag mal, quantitativ überschaubar, insgesamt aber gut. Freue mich natürlich immer, wenn da halt ein bisschen mehr kommt, wenn ich auch weiß, was ihr so getrieben habt und wenn man auch einfach mal was aufgreifen kann, also wenn jemand Ideen hat und sich das mal angucken kann und dann auch mal gemeinsam drüber reden, was ich ja auch gerne mache. Also ist natürlich immer die Gefahr, dass dann jemand denkt, ich würde ihm reinreden, beziehungsweise ist ja auch, glaube ich, immer so irgendwie, wo steht man selbst von seiner eigenen persönlichen Sicherheit, was jetzt die Markteinschätzung angeht und wenn dann so einer wie ich kommt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie völlig verunsichert ist. Und von daher kann ich es auch verstehen, wenn man da
eher zurückhaltend ist. Gut, alright. So, dann sage ich an der Stelle mal eine Viertelstunde früher als sonst. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat Spaß gemacht. Und ich habe auch gelesen, einige konnten was mitnehmen. Ist natürlich immer doppelt schön. Und den Nelson habe ich ja verschont. Der hat mich ja gebeten, um ihn Ich war nicht. aber immer aufmerksam dabei. Ja, das weiß ich doch. Nein, aber ist doch okay. Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Danke auch an den Nelson. Und aber er hat wie immer das letzte Wort. Und euch, ja, wünsche ich nicht so viel Regen, wenn ich rausgucke. Oben hängen graue Wolken, wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sonne. Und ansonsten einen schönen Dienstag. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Aber wie gesagt, Nelson, letztes Wort. Ciao. Ja, danke, lieber Dirk. Hat Spaß gemacht heute. Schöne Trades, gute Analyse und die Feedbacks, die fliegen jetzt hier rein. Also, wenn ich das so überblicke, 100% alle zufrieden, alle bedanken sich und dem will ich mich anschließen. Vielen Dank natürlich auch an alle Teilnehmer, die dabei waren. Aufzeichnung kommt wie üblich so schnell wie möglich online. Und an der Stelle wünsche ich natürlich auch noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Den Dirk haben wir wieder, glaube ich, am Montag im Helpdesk-Gewinner hier bei FXLED. Freue ich mich auch schon. Also bis dahin, gut, bleiben Sie gesund und bis Montag. Ciao, ciao.